Zerlegen wir einfach mal alles. Mahlzeit. Und heute geht's los mit dem Motorausbau. Irgendwas ist am Zylinder 2 kaputt. Motor hat haufenweise Öl verloren. Ich habe ja letztens schon im Video gezeigt. Bei Zylinder 2 ist bei dem Motor hier der Kipphebel locker. Entweder ist hydrofest oder Ventil krumm. Wir müssen nochmal schauen. Wenn er dann zu Licht ist, schauen wir mal den Kopf an und die Zylinderbahn, was da kaputt ist. Schauen wir mal. Ob er noch Öl überhaupt drin hat. Ölstand hier ist Maximum. Also Ölwanne ist kompletter Öl, aber ich habe 2 Tage vorher, bevor er den Motorschaden hat, auf jeden Fall geschaut, war Maximum Öl. Also am Öl liegt es nicht, auf jeden Fall hat es die Kurbelwellendichtung durchgehauen. Übelst, so viel Öl war nach 5000 Kilometern nicht an der Ölwanne-Kanne, sogar nicht nach 10.000. Das heißt, die hat es zerfickt, das kann sein Lagerschaden. Ich hoffe, kein Lagerschaden. Oder was heißt, ich hoffe, mir ist dann schlicht scheißegal, ich habe 6 Zylinder rein. Fangen wir mal an. Auf jeden Fall, Öl riecht verbrannt. Kühlwasser riecht nicht nach Kühlwasser. Zerlegen wir einfach mal alles. Beim Herschleppen ist die fast leer gegangen. Kann man mal laden. Weil die ist noch gut. Gewicht braucht kein Mensch. Für dich jetzt dann mein erster Motorsaft, den ich mal überhaupt mache. Mal schauen, wie blöd ich mich dabei anstelle. Kann ja nur in die Hose gehen. Thank you.
mal nicht dran gewesen sein. Kühlflüssigkeit. Serviceöl, Wasserschläuche und dann keine Motor raus. Oder bevor ich das Öl mache, machen wir das Wasser. Jetzt wollen wir nur was, womit man Wasser auffangen kann. Kompletten Kühler baue ich auch gleich mit aus. Ich weiß nicht, was der jetzt für einen Treffer hat. Ob er überhaupt einen Treffer hat. Kann man ja mal ausprobieren. Mal komplett mit Wasser volllaufen lassen. Zur Not, wenn der Schlachter dann da ist, kann ich von dem nehmen. Kann ich ja eh alles dann vom 6-Zylinder Umbau dann nehmen. Öl hat er noch drin. Ja. So, Öle sind abgelassen, Wasser ist draußen. Die Wasserschläuche an der Hitzeschutzwand. Wand. Da hinten auf jeden Fall. Die ist, müssen wir den Motor ein wenig rausziehen, damit wir die leichter abmachen können. Ansonsten fehlt nur noch das Getriebe, was gelöst werden muss. Motorlager. Und dann raus mit der Scheiße. Ich mache jetzt aber mal das Getriebe. Feste Schrauben gibt's beim E36 nicht. Mehr Wunschdenken als Realität, aber bis jetzt haben wir immer Glück. Bisschen liegt der da, was man verkaufen kann. Oh, jetzt kann das Diff raus.
Getriebe ist draußen. Hat 13 Minuten gedauert. Ist schon einiges draußen hier an dem Ding. Wie gesagt, sind noch zwei Schrauben. Das fühle mich jetzt nicht. Ich hänge nur dran. Und wie ich dann raushebe, das fühle mich. Weil sonst wird es mit der Speicherkarte zu knapp. So. Im Prinzip ist die Person ein Ende. Das ist krass. Der Motor ist ausgebaut, in Anführungsstrichen. Keine Schraube hält ihn mehr. Er hängt nur noch lose drin. Das Einzige, was ist, wie gesagt, hier hinten die Wasserschläuche. Da habe ich aber die Schellen schon gelöst. Die rutschen wahrscheinlich dann selber runter, wenn wir dann den Motor rausziehen. Gut. Holen wir mal den Motorkran und raus mit dem Ding hier nach oben. Motorhaube geht zum Glück 90 Grad auf. Und schauen wir mal, ob das so raus funktioniert. Ich hoffe. Ich habe keinen Bock, die Front komplett abzubauen. Die habe ich auch schon mal abgebaut, damit ich schöner mit dem Motorkran drunter komme. Ja. Wo ich den zweiten haben hin, du. Wenn du das Auto runterlässt, hebst du gleich den Motor mit raus. Ein bisschen. Ja. Ja, was geht's? Nebel wäre nicht schlecht, dass man einfach den. Ja. Wo ist der? Hab ich gegessen. Ja, ja. Nur mal kurz hingeschaut. Zack. Locker. Oh. Lass das Auto noch runter. Geht einfacher. Weil da müssen wir noch unten noch ein wenig Platz haben. Aber das ist halt wirklich schön. Du brauchst die Motorhaube nicht abbauen. Kannst du einfach so senkrecht. Das ist zum Beispiel beim Café Kacke, das geht nicht. Warte mal, da hängt noch ein Stecker. Ah! Hä? Von was denn? Von der Wasserpumpe. Oder was das ist. Oder Ventil. Eventuell das Heizungsventil. Ja, kann sein. Thermostatventil, irgendwas von der Art. Der Auto runter und hinter, ne? Der schmust doch. Also hier jetzt auch gesagt, Auto runter und hin. Das kriegst du nicht. Nein, dann mach ich die Räder kaputt. Erstens, das noch am Ende geht doch irgendwas da. Da fliegt doch noch auf dein schönes Nierblech. Motor ist jetzt gerade mal drinnen. Achso, stimmt jetzt. Was ist, wenn er mit Restgewinde immer noch so tief ist, dass ich nicht mehr. Das Auto ist immer noch zu tief! Scheiße, jetzt ist doch kein Motor mehr drin. Hier kann doch nicht von der Bühne runter. Ich kann auch immer noch so tief sein. Ja, leg mal Holzbretter drunter.
Mach das, was man nicht machen soll. Egal. Man halte fest, ich habe um 12.30 Uhr angefangen, den Motor auszubauen und zu zerlegen, mit Hinterachsgedöns, Antriebswellen, Getriebe, bla, schieß. 16.30 Uhr ist er draußen. Das heißt, 4 Stunden für den Ausbau. Wäre es jetzt Coupé gewesen, wo man eigentlich nur Motor tauschen braucht, damit er fährt, ging es wahrscheinlich noch schneller. Da wäre das locker in einem Tag gemacht, der Motor so. Rein theoretisch auf 6-Zylinder umbauen. Jetzt dann, wenn ich die Achse habe, wird auch nicht länger als 4-5 Stunden dauern. Wobei der Einbau vom Motor wahrscheinlich komplizierter wird, aber der war ja echt einfach, jetzt rauszuschmeißen. Eigentlich schon, ja. Also Einbau gedönt auf 6-Zylinder-Technik, ein Tag, 8-10 Stunden, wenn man sich Zeit lässt. Sagen wir mal, wenn man ungeübt ist, 2 Tage. Ja. Ja. Und man hat einen Motor dran. Und man hat einen Motor dran. Aber wenn man keinen hat, dann kann man einfach die Achse ablassen. Aber wie gesagt, ich war jetzt zu faul, die Front zu zerlegen. Oder die Achse abzulassen. Egal. Bast. So. Draußen ist er. Am Motorständer hängt er. Und dann können wir jetzt mal den Kopf schnell zerrupfen und dann schauen wir mal, was der Kopf und die Zylinder uns sagen, was kaputt ist. Also wie zuerst vermutet, kann man sehen, na, schlecht. Hier ist das Ventil zu, locken wir das natürlich ab. Wir müssen jetzt alle zu sein. Aber wenn wir hier reinschauen, in Zylinder 2, dann sieht man zumindest, dass das Ventil nicht ganz geschlossen ist, dass man ein bisschen Fläche sieht. Ja, man sieht es auch gut hier oben. Hier ist er zu, das sieht man, das Ventil liegt oben an. Oben am Ventil, am Schaft sieht man, dass es silbrig ist. Ja. Und die anderen sind zu. Also Ventil höchstwahrscheinlich krumm, wenn er nicht zu ist, ne? Könnte krumm sein, könnte aber auch irgendwas am Sitz sein, dass es nicht richtig schließt. Also wenn man den retten will... Oder ist halt irgendwas drinnen, dass es irgendwas nahe gedrückt hat. Aber rein theoretisch, wenn man den Motor retten will, kostet Geld. Ja. Mehr als er wert ist. Dann müsste es zumindest neue Ventile, Ventile einschleifen. Vielleicht, wenn man es jetzt planen muss. Sehen. Planen, sowieso, weil Sitze schleifen. Weil er heiß geworden ist. Vielleicht. Also das ist... Lohnt sich nicht. Machen wir mal den Ding hier runter. Kriegst du noch eine Runde? Der ist festbacken. Hast du denn alle Schrauben rausgemacht? Nee. Ja. Tun wir mal da runter. Also, wir sehen einen sich auflösenden Zylinderkopf. Ventil ist nicht mehr zu, warum auch immer, wahrscheinlich krumm. Hier löst sich wirklich der Kopf auf, beziehungsweise ist geschmolzen. Das ist interessant. Ja, Ventile schließen nicht, den geschmolzen. So schaut es nämlich auch im Brennraum aus. Da hat nämlich Ablagerungen vom Zylinderkopf und teilweise starke Riefen. Das hier so sehen, das ist, man fühlt es zwar nicht, aber man sieht es. Der Block müsste rein theoretisch gehohnt werden. Ja, Motorschaden halt. Zumindest muss, glaube ich, sehen. Ja, da auch. Ja, gut. RIP. Da kann man doch noch haufenweise Material abnehmen. Da kann man doch noch einen 2,5er draus machen. Tja. Auch hier schon mal an. Ja. Der Kanal, der ist fast zu. Der ist auch fast zu. Oh, jetzt habe ich ihn dann reingeschmissen. Dass er wirklich hier irgendwo einen Kanal zugemacht hat, deswegen... Ja, der ist fast zu. Das
könnte die Ursache gewesen sein. Irgendein Plastik hat sich gelöst. Dann ist oben richtiges Öl mehr oben angekommen. Könnte es sein. Ja. Und dann ist der Kopf überhitzt. Das stinkt schon auch so, wenn es ist ja normal riecht Öl nicht so. Ja. Aber der stinkt richtig. Scheiße. Ja. Auch das Öl, das riecht richtig alt. Ja. Schauen wir mal, was wir aus dem Motor verwerten können. Und dann weg mit dem Klump. So, mit dieser Erkenntnis verabschieden wir uns. Wir sehen uns das nächste Mal. Servus an der D. Ach, und ich bin froh, dass es noch draußen hell ist. Viel geschafft heute.